Was haben wir denn da Schönes? Aha. Benutzung auf eigene Verantwortung. Mangels Orientierung könnte man sonst stürzen und sich verletzen. Aha. Eigentlich fehlt da noch so, man soll es nicht in die Mikrowelle stecken. Oder in den Mund nehmen. Okay. Dass wir das verkehrt herum sehen. Die Umkehrbrille. Da, da, da. Wow. Wow, das ist abgefahren. Krank. Das ist normal. Das. Ne? Ey, das ist voll krass. Also das Sichtfeld ist etwas eingeschränkt. Normalerweise hat man halt so ein Sichtfeld und jetzt habe ich nur so ein Sichtfeld. Wenn man halt so ein bisschen rumguckt, dann wird einem wirklich schwindelig. Eigentlich ist es billiger Alkohol. Ich sehe alles richtig rum. Echt? Ja. Siehst du mich? Ja. Das ist wahrscheinlich so ein Drogenersatz, damit man keine Drogen mehr nehmen muss. Ach du Scheiße. So, wo ist mein Stuhl? Oh mein Gott, das sieht wirklich creepy aus. Du sollst deinen Namen zuerst schreiben, oder? Ja. Okay. Ich sehe gar nichts. Nein, andersrum. Alter. Ich sehe null. Ich sehe nichts. Ich habe gar nicht am 19. Geburtstag. Warum schreibe ich denn einen neuen? Hier ist doch oben links, oder? Ja. Shit. Ich fühle mich, als wäre ich irgendwie betrunken und ich könnte nicht schreiben. Es geht nicht. Ich weiß selbst, es geht nicht. Du musst dir versuchen, das einfach andersrum vorzustellen. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Soll ich dir den Namen buchstabieren? B? Also das ist eine 14 hier, ja? Nee. Nur mal zur Info. Das ist ein Stuhl, keine einzige Zahl. Als ob. Ich krieg ja nicht mal den Stift zu. Ich krieg meinen Stift nicht mal zu. Na. Ja. Kann man die Brille auch drehen, dass links und rechts getauscht ist? Das ist jetzt wirklich ein... Right, fuck. Huh. Okay, links ist rechts und rechts ist links. Ich glaube, wenn du schielst, kannst du wieder normal gucken. Das heißt, jetzt musst du nach links. Wow. Oh. Oh. Wow. So, das, was du vorher gemacht hast, an... Alles klar. Oh, du drehst durch, okay. Ajo. Richtig gut. Willst du mich verarschen? Du siehst aus wie E.T. Gut zu wissen. Ich geh nach Hause telefonieren. Wo bin ich? Ich sehe nichts mehr. Ein bisschen gruselig. Komm mal runter. Also, der ultimative Test wäre Autofahren machen. Ja, das stimmt. Alles klar. Das kriegen wir hin. Ich glaube, du bist komplett daneben. Geht's in die Hose? Ja, ja, nein. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Ha. Yeah. Ja, da war was. Da lang? Ja, jetzt. Nein, 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 bist du mehr nach rechts. Okay. Ich hätte gerne ein volles Glas Wasser. Okay. Ja, danke. Oh. Wow, 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 wow. Lass es. Ich treffe nicht. Ist überhaupt nein, was im Glas? Gut. Ey, das ist nichts. Wir sind sehr auf das Visuelle fixiert. Unser Gehirn rechnet das ja irgendwie um. So sehen wir eigentlich ja die Welt. Ich habe eine VR-Brille angezogen, ganz lange. Und die Wirklichkeit war so unwirklich für mich dann. Ne? Dass man seinen Sinn nicht ganz vertrauen kann, ist halt gruselig. Es dreht sich alles. Ich muss wieder zurück.